Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BNG Ride. Und wir haben hier nicht ganz normalen, ganz so normalen ETK, deutsche Sprache, schwere Sprache, was ihr vielleicht in den 10 Auspuffrohren seht, direkt aus unserem Motor kommen. Denn wir haben eine Mod, die neuen Motor hinzufügt. Guckt euch mal den Schatten an übrigens. Sieht schon böse aus. Einen neuen Motor hinzufügt, und zwar ein 10-Zylinder zum ETK 800, und zwar nicht irgendein 10-Zylinder. Das sind 3,2 Liter Diesel 10-Zylinder. V10. Noch nie ausprobiert. Das ist eine Drag-Variante. Ich habe versucht, die in den ETK, in die normale Variante reinzubauen, und das hat nicht ganz geklappt. Also, wahrscheinlich sollte ich vielleicht das Spiel ein bisschen leiser machen. Für mich. Wie hört er sich denn an? Holy shit, rafft er schnell. Das geht. Oh Gott, Umwelt. Natürlich die ganze. Ah ja, Klimawandel. Hallo? Umweltverschmutzung? Ach. Und mal gucken, wie das Ding abgeht, oder? Ich habe natürlich wieder mein Lenkrad dabei. Das heißt, ich muss euch ein bisschen zu mir ziehen. Wow. Nicht gegen die Cap. Nicht gegen mein. Ich habe schlechtes Haar heute. Verhinderungszeit nicht versteckt Ding. So, packen wir dich mal in. Nope. Okay, wir haben keinen Sportmodus. Also einfach Drive. Geh nochmal in die Ego-Perspektive. Also geht schon ordentlich ab, wenn wir nur idlen. Wie viel können wir dich breaktalken? Nicht wirklich viel. Okay. Burnout. 180, 200. Geht ganz gut ab. Hört sich absolut miserabel an. 300. Aber. Das ist zu spät. Warum versuche ich eigentlich noch zu bremsen? Oh. Und jetzt fallen. Ah, genau. Okay. Ist das schon ziemlich schnell? Unser Auspuff kommt noch raus. Wir können immer noch den Ozean verschmutzen. So, jetzt will ich nochmal aus der Ego-Perspektive. Er ist der Third Person. Wir können natürlich auch schicke Burners machen. So. Und. Okay, gegenlenken. Danke. Also geht schon ordentlich ab, da kann man nichts gegen sagen. Hört sich aber echt noch nicht viel an. Ich dachte halt, wenn es 10 Zylinder hätte ich sowas erwartet wie 30 Liter auf 100 Kilometer brauchen wir. Ich hatte sowas erwartet wie, keine Ahnung, 6 Liter oder 6,5 Liter Benzin V10, aber nicht 3,2 Liter Turbo-Diesel. Das habe ich nicht wirklich erwartet beim V10. Aber habe ich kein Problem. Die Wolken, die wir hinterlassen. Also, das ist kein optimales Fluchtfahrzeug, wenn man irgendwie einen Bahnhof hat. Das ist zwar schnell, aber man sieht ihn bis zur nächsten Stadt. Sieht man die ganzen Rauchwolken hochkommen. Also, weniger praktisch. Wollen wir mal gucken, wie er sich denn handelt. So, heute haben wir übrigens ein anderes Video noch. Ein kleines Assetto Corsa. Nein, eigentlich gar nicht so ein kleines. Ein 25 Minuten Assetto Corsa Video. Mit VR und so weiter wollen wir ein schönes Rennen machen. Daytona. Denn momentan. Wenn das Video online kommt, dann startet es, glaube ich, in anderthalb Stunden. Also um 19.30 Uhr deutscher Zeit, am Samstag, dem 25. startet das Rolex 24 dieses Jahr, also der Anfang der IMSA-Saison. Und, ja, meiner Meinung nach die beste Rennserie der Welt. Wie ich gestern schon gesagt habe, schaut doch mal rein, komplett gratis, also kostet euch gar nichts. IMSA.tv ist der offizielle Stream. Wenn ihr nicht in den USA oder Kanada seid, was die meisten nicht sind, da könnt ihr da reinschauen. Und ja, wenn ihr ein bisschen Rennsport mögt, gerade euch mal da reinzufahren, könnt ihr die neue Corvette unter anderem sehen. Ist ganz cool. So, hier auf dem Highway können wir natürlich jetzt endlich mal ein bisschen den Wagen ausfahren. Absolut gegen den Baum gehämmert. Wir sehen wahrscheinlich nicht mehr nach vier. Nö. Der ist im Arsch. Der ist absolut put. So, vielleicht nicht so weit fallen. Das ist besser für unseren Wagen. So, ich sitze hier in einer unglaublich unangenehmen Position. Das muss ich mal kurz fixen. Wartet. So, wartet. Komm her, danke. Okay, das ist vielleicht ein bisschen, ja. So, wir sind nach rechts gelenkt. Wunderbar. Immer noch nicht die optimale Position hier. Vor allem nicht mit Mikrofon, aber es gibt schon was. Wisst ihr was? Wir wollen vielleicht mal nur mal die. Jetzt muss ich wieder ausweichen. KI uns verfolgen. Kann ich jetzt richtig schön sanft mit euch reden? Ist doch bestimmt sehr angenehm, ne? Kenn ich. Ich weiß nicht, ob ihr mich atmen hört.
stimmt, wenn ich direkt anhabe. Das ist doch das sehr angenehm, oder? So kann ich ja ab sofort immer die halbwegs reinbeißen hier. Und ja, das. Also ab sofort kann ich immer so die Folgen machen, wenn ihr das wollt. So, wir haben mal die KI gespawnt. Okay, mach's mal. Dann wollen wir mal auf Chase Me. Was auf jeden Fall eine super Idee ist, wenn man dann. Oh Gott, Performance. BMG, was hast du mit der Performance gemacht seit ein paar Updates? Die ist so miserabel mittlerweile. Wir hatten kein Problem, das. Wir hätten absolut kein Problem gehabt, diese Performance zu haben. Lass mich halt ein, zwei Fahrzeuge entfernen. Du hast nimm mal weg. Was hast du gemacht? Bist du gegen die Laterne gefahren? Van, du bist raus. Sorry. Remove Current. Ich kann alle bleiben. Roma, du bist auch raus. So. Jetzt hat man ein bisschen besser. Okay, bessere Performance. So. Können wir gleich wieder Gas geben. Oh, vor uns. Oh, Sprung. Wir haben auch nicht die größten Reifen vorne, weil wir dann eine Drag-Variante sind. Okay, aufpassen. Also einholen tut uns keiner. Wir dürfen nur halt, müssen aufpassen, dass wir nicht gegen die crashen, während die irgendwo eine Straßensperre bauen. Wie da vorne zum Beispiel. It's not serious. Mal schauen, können wir die restlichen 3,5 Minuten der Folge überleben? Die restlichen 4 Minuten der Folge überleben? Wir werden es herausfinden. Ich hoffe es. Wir wissen, wie gut meiner können wir XYZ lange überleben ausgeht. Meistens crashen wir dann vor 30 Sekunden. Ich bin zuversichtlich. Nein, bin ich nicht. Ich bin eine absolute Dreistlüge. Ich hoffe. So, hier können wir jetzt Gas geben. Und Power. Unlimited Power. So. Einmal hier schön aufpassen. So. Das war sehr nah. Okay, alles ruhig. Aufpassen mit den Erschütterungen. Es ist nicht, es ist eine GTA 3 Map. Das ist nicht die, sind nicht die weichesten und sanftesten Straßen, die es gibt. Aufpassen mit Mac, dass man rausspringt. Soweit ganz gut. Also bisher. Warte, da ist ein Zaun. Netter Versuch. So, euch mal nochmal vorbei. Als wäre nie was passiert. So. Ich glaube, das ist eine Mod, die ganz gut ist, um mit. Oh, Brake Fade. Das hätte ich vielleicht denken sollen. Das ist eine Mod, die ganz gut ist, mit Lenkrad zu fahren und nicht mit Tastatur, weil wir haben ziemlich viel PS. Weißt du, wie viel PS wir haben? Ziemlich viel, das weiß ich. Können wir hier durchfahren? Schauen. Oh, das hätte ich nicht tun sollen. Das sah nicht gut aus. Das sah gar nicht gut aus. Geht's hier runter? Ich glaube, hier geht's runter, oder? Ich sehe es nicht. Okay, fahren wir mal runter. Ist unsere Frontstoßstange unter. Ah, das ist nie gut. Ich glaube, wir müssen hier rum, oder? So. Einmal rum. Danke. So. Okay. Ist natürlich ein bisschen unfair, wenn wir hier uns verstecken. Das wollen wir ja natürlich nicht. Oh Gott. Okay, da vorne haben wir einen. Hallo. Servus. Grüß Gott. Moinsen. Und so weiter und so fort, dass man noch alles sagen kann. Jetzt hier schön bremsen. Langsam und sicher da runter. Okay, wir haben die Hälfte jetzt geschafft. 2 Minuten noch. Der hatte nicht wirklich viel Interesse, da uns zu rammen, oder? Oh. Der, glaube ich, aber mehr. So. Ganz schön. Rüber. Der Wagen liegt auf jeden Fall nach links. Minimal. Bremsen. Ah, aufpassen mit dem Brake Fade. Fahrzeug voraus. Okay. Ich weiß nicht, ob die KI wieder keinen Bock hat, uns zu rammen. Oder was los ist. Aber, warte mal auf die Brücke. Der Pistima ist auf jeden Fall motiviert. Oh, das ist beinahe. Oh. Oh nein. Einmal runterziehen. Oh, komm schon. Aha, danke, das ist gut ausgegangen. Okay, wir müssen mal kurz rückwärts. Ich wollte eigentlich auf die Brücke. Aber. Nicht. Einfach vorwärts. Okay, wir sind Stoßstange los. Passt. Jetzt ist sie hinten. Schon zwei Heckstoßstangen. Komm schon. Das war da nochmal ein bisschen knapp. Aber ich glaube, jetzt wird das wieder besser gehen, oder? Sollte man noch nach links bremsen. Sprung. Okay. Bremsen. Danke. Okay, Konzentration. Die Series voraus. Einmal durch. Wunderbar.
Okay, komm schon. Viel Konzentration gefragt von mir gerade. Ja, eng. Sehr viele Autos. Okay. Und. So, wie sieht's aus? Komm schon, wir müssen noch. Ah, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ja, wir haben es geschafft. Ha! Bringen wir das Heck ein bisschen raus. So, einen schönen Crash. Wunderbar. Kann ich auch. Aber weiter Gas geben. Okay, jedenfalls, das wird der heutige Folge BeamNG gewesen sein. Wie immer, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, schreibt ihr mir einfach unten in die Kommentare. Denkt dran, mein Assetto Corsa Video auszuchecken, was jetzt auf dem Kanal sein sollte. Und bei IMSA reinzuschauen. Wie gesagt, komplett gratis. Und es sollte ein ziemlich cooles Rennen sein. 24 Stunden Rennen. Müsst natürlich nicht 24 Stunden schauen. Jedenfalls, ich danke euch für immer, euch zu schauen. Das Ganze klappt beim nächsten Mal. Euer Dizzy Dude.